Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute ist er da, Titan Tornupto. Und ich habe gerade schon ein paar Pokémon ausprobiert. Juju hat leider nicht geklappt, weil Tornupto wieder erwartend physische Attacken hat. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Der kann Erdbeben und der kann Knuddler. Ganz crazy. Ich blende euch direkt mal den Attackenpool hier ein, damit ihr wisst, was Tornupto kann. Es ist ein bisschen ähnlich wie Admurai, weil Miraidon ist wieder die gleiche Taktik. Am Anfang einmal Metallsound oder Ränkeschmied. Ich würde Metallsound empfehlen, weil er wieder diesen Bug hat, dass er seinen Status nicht zurücksetzt. Und dann die ganze Zeit nur Parabolladung. Eine Kleinigkeit, Olizena, wenn ihr den als NPC-Partner habt, ich sage es euch, fangt neu an, weil es dauert dann locker 3, 4, 5 Minuten länger. Und wenn ihr Metallsound nicht trefft, so wie ich gerade, würde ich sagen, auch neu anfangen. Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr unschillig. Ich mache nochmal Metallsound. Ich habe bisher Metallsound immer erste Runde getroffen. Ja, egal. Ja, also kein Erdbeben und er kann Knuddler. Er macht Sonnentag. Das hatte ich mir ja schon gedacht, dass er Sonnentag macht. Ja, Spukball als Geistattacke. Miraidon ist aber echt tanky und vor allem mit Parabolladung hält man sich echt gut wieder hoch. Ja, jetzt steht da zwar, hätte seine Statusveränderung zurückgesetzt, hat er aber nicht. Das ist echt gut. Eruption kann er, genau. Zieht aber auch nicht viel ab gegen Drache. Also Miraidon ist hier schon echt eine gute Wall, muss ich sagen. Ein Volltreffer, das ist ja chillig. Machen wir den Miss vom Anfang wieder weg mit Metallsound. Jetzt ist eigentlich die ganze Zeit nur wieder A-Spam. Ähnlich wie gesagt wie bei Admurai. Die ganze Zeit. Er macht auch einen Volltreffer. Unschillig. Ähnlich wie bei Admurai. Die ganze Zeit nur Parabolladung. Gleich Terran auch Parabolladung. Weil er hat zwar physische Attacken mit Knuddler und Erdbeben trifft er auch sehr effektiv. Aber er hat nicht viel physischen Angriff. Das heißt, auch wenn er die physischen Attacken hat, womit ich nicht gerechnet habe, macht er echt nicht viel Schaden. Ja, jetzt haben wir eine Runde halt mit Schild. Normalerweise wäre der jetzt auf Terra Elektro und würde direkt viel Schaden im Schild machen. Weil ich den Metallsound am Anfang nicht getroffen habe, fällt das bei mir leider weg. Das sollte aber eigentlich nichts machen. Er dauert dann halt jetzt ein kleines bisschen länger als normal. Ist auch, wie ich mir dachte, echt kein schwieriger Titan Gegner. Was soll ich jetzt noch groß quasseln? Also ich mache jetzt die ganze mit Parabolladung. An all die kein Miraidon haben, ihr könnt auch ein Pokémon nehmen, was Paläosynthese hat und auf Unlicht geht. Es ist immer gut, eine Attacke zu haben, die Leben stiehlt. Flatterhaar würde ich nicht empfehlen, weil er eben mit Erdbeben und Knuddler eine physische Attacke hat. Und Flatterhaar bestimmt sehr viel Schaden bekommt. Könnt ihr mal ausprobieren, ob Flatterhaar funktionieren würde. Wenn Flatterhaar Knuddler bzw. Erdbeben überlebt, dann könnt ihr auch Flatterhaar nehmen mit Kiloskuss und Metronom. Das sollte dann auch gut funktionieren. Ja, mein Metronom ist jetzt bestimmt schon auf höchste Stufe. Der Schaden ist okay. Sobald der Schild weg ist, sollte er kein Problem mehr sein. Es war echt ein bisschen doof, dass Metallsound am Anfang nicht getroffen hat. Sonst wären wir wahrscheinlich jetzt durch den Schild schon durch. Ihr habt gesehen, der Knuddler gar keinen Schaden gemacht. Parabolladung wieder rein. Noch einmal, dann ist der Schild weg. Ihr sterbt doch gegen den nicht. Der hat echt nicht viel Angriff. Eruption, es war. Also Sonntag ist auch weg. Also, was soll ich jetzt hier nur groß erzählen? Spukball könnte böse sein, wenn der Spezialangriff gesenkt wird. So wie hier. Gucken wir mal, wie entscheidend das noch ist. Wenn ihr das zwei, dreimal abbekommt, könnte das eventuell gefährlich sein. Vor allem mit den Volltreffern, die er macht. So, aber man hält sich halt mit Parabolladung richtig krass hoch. Ich sollte jetzt wieder Full Life sein. Fast Full Life. So, jetzt könnte ich mal gucken, ob er seinen Status geheilt hat. Erdbeben. Ist halt physisch, ne? So. Ja, jetzt hat er das zurückgesetzt. Also bis nach dem Schild habt ihr Zeit mit minus 2. Würde ich auch auf jeden Fall auf Metallsound gehen, anstatt Ränkeschmied.
So, jetzt wird es gleich spannend. Schild weg, jetzt kommt eine Phase, da weiß ich auch noch nicht, was er macht. Vielleicht macht er irgendwie drei Attacken hintereinander. Aber nö. Bravo-Ladung sollte jetzt auch gut Schaden machen. Obwohl der Schild weg ist, mache ich irgendwie zu wenig Schaden. Das ist ein bisschen komisch. Ich heile mich nicht mehr so gegen. Oh, ich darf zweimal. Schön. Jetzt bin ich auf jeden Fall full life. Ja. Spukball ist, glaube ich, das Einzige, wo man durch Unglück verlieren könnte, wenn er euch mehrmals damit trifft und die Spezialverteidigung senkt. Die Chance ist ja 1 zu 10, dass ihr da einen Debuff bekommt. Aber ansonsten, er dauert halt lang, aber das ist eine sichere Variante, um Tornopto zu besiegen. Mit Miraidon. Und Parabolladung. Ja, jetzt macht er noch Spukball. Was soll ich aber groß erzählen? Also, das ist recht simpel erklärt, was ich hier mache. Ich finde es halt crazy, wie wenig Schaden ich eigentlich mache, obwohl Metronom bei 100% ist, ich Terra-Typ Elektro bin und er kein Schild aktiv habe. Ich mache ja weniger Schaden als eben mit Schild. So gefühlt, oder? Ah, weil er eben die ganze Zeit der Debuff hatte, der ist jetzt weg. Deswegen bestimmt. Ja, ja, ja. Ja, jetzt spammt aber auch nur auf Spukball. Also, ich habe gedacht, irgendwie nach dem Schild wird irgendwie nochmal was Besonderes. Ja, jetzt kommt nochmal ein Debuff. Das. Na gut, aber ich meine, der ist jetzt schon tot. Aber ich hatte gedacht, vielleicht so, wenn das Schild weg ist, dass er dann Gedanken gut macht oder sich nochmal irgendwie krass bufft. Aber er hat ja nichts zu buffen. Das ist das ja. Also, was soll er machen, außer Gedankengut? Er kann nur Gedankengut. Ah, der Debuff tut weh, ne? Aber das war Tornopto. Mit Miraidon sollte es auf jeden Fall easy machbar sein. Den immer zu... Dauert lang, ja. Aber so kriegt ihr auf jeden Fall safe ein Tornopto. Ich werde das hier auch fangen. Nicht im Meisterball, sondern im Wiederball. Ja, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, womit ihr es geschafft habt. Also Miraidon, wie gesagt, ist gar kein Problem. An die ganzen Karmesin-Spieler, wie gesagt, würde ich ein Paleosynthese-Pokémon empfehlen, was eine KP-stillende Attacke hat oder mit Muschelglocke. Ich glaube, ich zeige euch die Werte von Miraidon, aber es ist so wie immer KP hoch und Spezialangriff hoch mit Metronom. Ich zeige euch trotzdem nochmal eben. Ja, Metronom ist wichtig, wenn er die ganze Zeit nur Parabolladung spammt. Ist nicht mal Level 100, sehe ich gerade. Ja, KP und Spezialangriff. Und macht halt am Anfang ein Elektrofeld. Ich habe Metallsound am Anfang auch verfehlt. Das kommt auch noch ein bisschen dazu. Ich hätte auch noch mehr abziehen können, wenn das direkt am Anfang getroffen hätte. Ihr könnt ja mal versuchen. Eine Donnersichel ist ein bisschen doof, weil er Knuddler hat. Sollte aber funktionieren, weil er wirklich nicht viel Schaden macht. Trikefalo. Könnte auch funktionieren, warum nicht? Windewoge hatte ich ja empfohlen. Wir können mal gerade gucken wegen Paleosynthese-Pokémon. Die Paradox hier. Was haben wir denn da? Riesenzahn, Unlichtabschlag. Hat viel Verteidigung, aber wenig Spezialverteidigung. Sandfell. Gibt halt nicht so viel Unlicht, ne? Wutpilz fällt raus. Also wenn überhaupt, können wir vorstellen, dass Flatterhaar vielleicht funktioniert mit Terra-Typ. Boah, der wird Spukball am Ende spammen. Also eigentlich dann auf Fee mit Diebeskuss. Müsst ihr mal ausprobieren. Also mit Miraidon funktioniert's. Das war's von mir. Lasst ein Follow da. Würde mich sehr freuen. Like auf dem Video. Und da würde ich sagen, ihr könnt gerne im Stream vorbeischauen. Heute ab 12 bin ich live und wir werden Tornopto machen, wenn ihr da Hilfe braucht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.